CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Episoden von Arkham. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Und ja, wir sind bei der Abriegelung des GCPD angelangt. Das letzte DLC, was ich geholt hatte. Zwei bleiben noch offen. Die hole ich mir mal irgendwann. Naja, wir starten neu. Ja, ja, ist gut. Gib mir noch einen Keks da. So. Und diesmal spielen wir den guten Nightwing. Und wie wir sehen, der Pinguin probiert aus dem GCPD rauszukommen. Den Batman ja so netterweise da eingesperrt hat. Deswegen, ich finde das lustig, wenn einer die Hauptstory nicht so 100% gespielt hat oder zumindest Pinguin nicht eingesperrt hat und dann das DLC kommt. Also das spielt jetzt sozusagen nach der Hauptstory. Ja, genauso wie der Red Hood DLC. Check. Diebesgut? Check. Eklatanter Hirnmangel? Doppelcheck. Mann, das wird ein Spaß. Ist klar. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, noch die Kohle zu finden? Ziemlich hoch. Der Pinguin hat uns gesagt, wo sie ist. Ja? Sobald Batman auf den Plan trat, hat er uns ein paar Reserven in Sicherheit bringen lassen. Ach, die sich. Ah, okay, warte. Ja, aber ich. Der Nightwing ist wieder in der Stadt. Na und? Der prügelt Leute wie uns zu frei. Das ist sein Job. Tja, wenn er hier aufkreuzt, treten wir ihm sein Spaß. Okay, das funktioniert nicht. Okay, ah, okay. Das wird dem Boss gefallen. Wenn wir bei ihm was gut haben, kriegen wir vielleicht auch was ab. Ach, okay, warte. Nicht stehen bleiben, Jungs. Gotham wartet. Was du vorhaben? Du musst alle drei gleichzeitig mit Strom versorgen. Damit die Tür aufgeht? Mhm. Das fällt mir ein. Wir müssen packen. Oder auch nicht. Nicht liegen bleiben. Ne, da komme ich nicht raus. Muss vielleicht länger drauf schießen. Der Pinguin ist bald wieder im Geschäft, Jungs. Und hier mit ihm. Ach nein. Das war auf jeden Fall irgendwie ganz komisch hier. Hä? Bin ich jetzt doof, Alter? Ja. Der Klimastock stimmt, was sind hier das also? Ne, du musst schon mit der Distanzstromladung ran. Mhm. Muss halt nur schnell genug sein. Warte, probieren wir es doch von hier. Du musst dir auf jeden Fall einen Punkt finden, wo du alle erreichen kannst. Mhm. Da bin ich gerade dran. Das sieht doch gut aus. Ne, ist zu lange. Schieß mehrmals drauf. Bitte. Angst Multi kann Nightwing sogar. Was irgendwie den neuen Batman-Anzug obsolet macht, oder? Ja. Immerhin ist das aufs höchste geskillt, das Angst Multi. Ey, manchmal haben die Vasen da, ne? Ey, die sind riesig. Ja. Untersuch den Van, um Hinweise zu finden. Okay. Van untersuchen. Du sitzt ein, Cobblepot. Was willst du denn hiermit? Dir werde ich zeigen, Mann. Dabei lief es so gut. Du bist unterwegs nach Gotham. Wieso? Aus mir kriegst du nichts raus. Du weißt, wie wir 50.000 Volt tun, oder? Die holen ihn aus dem GCPD raus. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Warum so pessimistisch? Ja, Nightwing ist schon so ein bisschen, ne? Aber warum wollte Nightwing aus Batmans Schatten austreten? Ja, ganz einfach. Batman wusste vor ihm, dass Barbara Batgirl ist. Ja. Und zu der Zeit war unser Nightwing mit, also unser Dick mit ihr zusammen. Ja. Die waren ein Pärchen. Dazu kam, dass Barbara, das wissen, weißt du ja auch aus Killing Joke, ein reges Interesse an Bruce bzw. Batman können, entwickelte. Warum sie das Ding mit einer Selbstzerstörung ausstatten sollten. Das war nie ein sonderlich beliebtes Wort in Mr. Waynes Vokabular. Ach ja, die verbissene Unnachgiebigkeit, die wir so sehr liebten. Diese Jungs da allerdings wirken sehr nachgiebig. Sie pushen herum, Mr. Grayson.
Vielleicht sollten Sie einschreiten. Was zur Hölle geht da oben vor? Wieso stecke ich in einem dunklen Aufzug fest? Wir haben den Strom gekappt, wie Sie wollten. Danach, ihr Turtel, den Strom kappen, nachdem ich draußen bin. Ups. Ups. Dann gibt's ja auch eine Storyline, die quasi auf Killing Joke aufbaut. Okay. Sagen wir, die eine Nacht mit Bruce blieb eigentlich nicht ohne Folgen. Ja. In der Storyline ist sie aber nicht querschnittsgelähmt worden. Da kam die Sache mit Joker halt gar nicht oder später. Irgendwie sowas war das. Und ja, das war sehr lustig, als sie das Tim beichten musste, dass sie zwar schwanger ist, aber nicht von ihm. Okay. Und ja, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass Bruce und er so ein kleines Zerwürfnis hatten. Verständlicherweise. Ja, normal. Und ja, das Schlimme war, als Dick halt gesagt hat, er geht, hat Barbara eben gesagt, ich bleibe. Mhm. Und es war für ihn dann halt auch so ein bisschen wie ein Schlag in die Fresse, ne? Ja, und, normal. Warum nimmst du nicht den Dicken, Alter? Ah, eins muss ich lassen, ne? Das DC Cinematic Universe, beziehungsweise das DC Universum um Batman und Co. finde ich viel interessanter als eigentlich das Marvel Universum. Nur das Marvel Universum ist halt anschaulicher und finde ich geiler. Aber da blicke ich nicht mehr so gut durch, was das jetzt alles angeht mit den Infinity Stones, also mit den Infinity Steinen und alles. Und es ist sehr verwirrend auf jeden Fall. Da kann ich nur zustimmen. Würden Sie dann so frei wären, zur Schadensanalyse den Sender für den Fernzugriff zu platzieren? Ich brauche Meldung. Was geht da vor? Sorry, Boss. Daraus wird so schnell wohl nix. Verflucht, warum nicht? Weil wir gerade vermöbelt wurden. Moment, wer? Oh nein, nicht du. Der einzig wahre Oss. Hör mal, entspann dich. Wird nicht lange dauern, dich wieder hinter Gitter zu bringen. Verpiss dich, Milchgesicht. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Okay, ich habe Zugriff. Sie sind gut, aber nicht gut genug. Ich kann den Strom umleiten, aber dazu müssen Sie ein paar Verteilerdosen in den unteren Ebenen neu verkabeln. Bin dran. Okay. Ja, wir also... Ihnen gehört jetzt hier so ziemlich alles, oder? Sie wollen sich doch nicht etwa Geld von mir leihen, Mr. Grayson. Sie haben bestimmt schon wilde Partys geschmissen. Der Hammer, wie man wohl sagt. Leute, ich habe keinen Schimmer, was ich hier vor mir habe. Ach, Batman hat sozusagen Lucius Fox alles vermacht? Also Lucius ist quasi jetzt Leiter von Wayne Enterprises, ja. Mhm. Ja, und ich sag mal so, ne, diese Affinität, die Barbara hat, die hat ja auch lustigerweise nie aufgehört, ne? Ja. Nur sie versteht halt mittlerweile, dass es für Bruce halt nichts gibt abseits der Straße. Ja. Ihnen vielleicht ein Lied vorsingen? Würde das helfen? Oh Gott, das ist doch nicht wahr. Das war keine gute Idee. Ach, der hat keine Gasgranaten? Nee. Er glaubt, er kann sich unter uns verstecken. Ja, sonst wäre es ja zu leicht. Oh, da ist einer mit Minigun. Da ist er! Diesmal hier! Pass auf, der mit Minigun. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ja, so ein Cape, das ist sehr vorteilhaft. Aber na scheiß, ich weiß mittlerweile, warum Batman eins hat. Ja. Also ohne Cape spielt sich das Spiel ein bisschen komisch, finde ich. Sehr merkwürdig, ja. Also man muss erstmal sich schon an die neue Situation gewöhnen. Sonst hört der Boss das noch. Was hat der denn noch Hübsches hier? An deiner Stelle mehr Sorgen um Nightwing machen als um den Boss. Nightwing, das war Nightwing. Auf die Beine, du wirst nicht für Schlafen bezahlt. Ach toll, die haben Sunny. Ja, auch noch. Ich bring den Kerl schon wieder auf die Beine. Na bitte, so gut wie neu. Okay, warte, das machen wir wie folgt. Mich schon gefragt, wann er endlich loslegt.
Wer hat Glück gehabt? Wenn er das mit mir versucht, wird es ihm schlechter gehen. Oh, der Schilling schlägt ganz schön zu. Steh auf! Los, wir werden angegriffen! Ja, was versuchst du? So. Was passiert da draußen? Ist alles okay? Alles ist toll! Ich versuche. Wachgeschütz aufgestellt! Bereich ist scharf! Ach, die haben zwei davon. Scheiße. Ich höre nur eure Dickschädel auf dem Boden aufschlagen. Reißt euch zusammen. Ach, toll. Ja, musst du schon durchspringen. Kannst du nicht durchspringen. Das ist ja das Tolle, ne? Du hast kein Cape. Ha. Wo ist der? Wie beschissen ist das denn? Ja, super, ne? Nein. Die Augen auf und schießt auf alles, das sich bewegt. Außer euch natürlich. Natürlich. Ja, das ist jetzt sehr, sehr unpraktisch. Ja. Das würde ich auch so nennen. Kann das nicht durchhauen oder so? Komm und zeig dich. Was ist los? Ah, siehste. Okay, dann geht das doch wahrscheinlich. Komm her, wo kann ich dich hinschicken? Ah, da. Durchsucht das Großraumbüro. Ihr habt den Boss gehört. Ach toll, ihr Pissnelken, Alter. Ja, bis er runterkommt. Ich muss mich gleich nur sehr beeilen. Ja, das musst du. Jetzt schon los. Was dauert da so lange? Man könnte meinen, Batman wäre unterwegs. Batman ist tot. Das sollte doch einfach sein. So, dann haben wir die, nämlich die Affen schon mal weg. So, wir hatten noch einen. Einen hast du noch. Wo ist der denn? Der ist da auch, gerade kommt er runter. Sind alle okay? Nichts auf der nördlichen Galerie. Ich kann im Labor nicht mit. Durchsuch das Großraumbüro. Geh klar. Komm, da komm. Jawohl, er geht hier lang. Das heißt, der wird gleich aus dem Luftschacht ausgeschaltet. Kommt jetzt dann noch viel von dem DLC? Im Prinzip musst du nur das abwehren und das war's. Also da kommt kein Bosskampf oder so. Okay. So, mit den beiden weg haben wir niemanden, der die wiederbelebt. Sehr schön. 10 hast du noch. 10 Gegner hast du noch. Oh, das war jetzt nicht so geil. Sagst du? Hä? Ich dachte, okay. Ich habe falsch gedacht. Ich hab den gerade noch so gekriegt, dass er gerade Bescheid sagen wollte. Also zählte das noch als lautloses Ausschalten. Ach so, ja, was ich auch manchmal hinbekommen habe bei uns im Let's Play. Das nennt man einfach doppeltes Bettglück. Du hast ja noch da einen mit Minigun, einen Geschütz hast du auch noch oben. Ja, aber der mit Minigun, der wird schwierig, den kannst du nicht per Sneak ausschalten. Das den musst du laut machen. Den würde ich ja auch zuletzt machen dann, ne? Das ist der Plan. Also pass auf, da hinten. Ich weiß. Mit Multi-Angst. Das war der Plan. Wir hätten verduften sollen. Ich bleib hier, bis ich bezahlt werde. Das heißt, wir müssen dem Boss hier raushelfen. Sechs noch. Wenn er aus diesem Aufzug rauskommt, wird er uns bestimmt kein Geld in die Hand drücken. Wichtigstes Tool im Moment. Ja, im Moment schon. Ich regel das. Ich regel das. Ich bin der Ficker. Ich hoffe jetzt nur, dass der mit der Gun nicht runterkommt. Ja, ich glaube, der bleibt oben auf seiner Etage. Und das andere Weiße, was da ist, das ist übrigens Pinguin. Ah, okay, der steckt im Fahrstuhl fest. Das wollte ich dich auch gleich noch fragen. Gerade noch fragen. Ja, eventuell überziehen wir in der Folge hier wieder ein bisschen. Eventuell ein bisschen. Du gibst natürlich nicht Bescheid, mein Freund. Neu formieren! Na, ja, jetzt formieren sie sich neu sozusagen. Okay. Das bringt nichts. Sie werden. Okay. Zuhören.
So, das Tool ist auch dann futsch. Das, Tool, das wichtigste Tool ist gerade Funchikato. Wir haben Batman doch gar nicht gekillt. Das weiß er doch nicht, Idiot. Ja, die Jungs sind schon ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall. Ja, du musst weiter nach oben dann. Wenn ich in diesem Aufzug aufgehe, geht das auf dein Konto, Nightwing. Ein Schönling wie du wird sie mir das nicht lange machen. Naja, der kommt nicht runter. Was passiert hier? Sieht ihn jemand? Nichts! Hallo? Okay, sucht weiter. Er ist hier irgendwo. Schalte erstmal die beiden Geschütze aus. Ist eine kluge Vorangehensweise auf jeden Fall. Woher soll ich das denn wissen? Ich wusste, dass das eine dumme Idee war. Und dann könntest du auch wieder einen weiter nach oben, weil hier auf der Etage sieht keiner mehr. Ich wollte nur meine Zeit absitzen, rehabilitiert werden, das volle Programm. Lass mich aus dem Aufzug raus und bring mich zurück in die Zelle, bitte. Meint er das ernst? Keine Ahnung. Ach, zum Vorfahrenbereich sichern, okay. Ja, das ist wahrscheinlich für den Aufzug. Der Typ ist zu schnell. Hier hast du jetzt noch 5 Gegner. Einen mit dem Minigun, 2 normale, 3 normale, 4 normale. Hat er sonst noch irgendwie was? Nicht wirklich. Er hat jetzt noch die Badclaw und... Das war's. Ja. Ich hab doch gesagt, wir brauchen mehr Leute. Boah, das ist sehr geil. Ja. Zieht er sich nämlich mit der Batclaw ran. Das ist natürlich richtig nice. Um ihn herum? Besser. Lass mich raus! Lass mich raus! Unser guter Oswald, der kriegt da ein paar Paranoia. Ja, jetzt springen sie das. Das macht nichts, die Gegner sind ja weitläufig. Ja, ja, klar. Oder auch nicht. Wir können ihm nicht helfen. Ihn hat's erwischt. Pass besser auf. Mal sehen, wie dieser Tankwagen-Sprengsatz schmeckt. 3, 2, 1. Geh schlafen. Also gut gemacht. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt hast du noch einen? Ja, den dicken. Den dicken? Ja, jetzt kannst du die Night Vision ausmachen. Ach ja, mit denen waren so abstrus hohe Kombos schön möglich. Ja. So. Jetzt zum Schalter. Jetzt dürfen wir die 3 Schalter aktivieren, die hier noch sind. Und dann haben wir, glaube ich... War es das, glaube ich, auch schon? Alter, ohne Scheiß, die kamen mir beim ersten Mal spielen so lange vor. Okay, da muss ich auch 15 okay, Mal neu laden oder so. Gute Arbeit. Ja, man muss ja sagen, mittlerweile haben wir ja schon Batman Arkham Knight ziemlich oft durch. Ja. Ich mache es ja gerade zum zweiten Mal so auf 100%. Einige Fotos zukommen zu lassen. Der Inselurlaub scheint erholsam zu sein. Das wärmt das Herz. Auch etwas, Tim Drake und Barbara Gordon haben ja nachher geheiratet. Ja. Also hier haben sie Barbara ein bisschen jünger gemacht, als sie ursprünglich war. Weil eigentlich war die, glaube ich, ein Jahr älter als hier, als Dick. Ja. Und Tim war ja zu dem Zeitpunkt, wo die beiden sich kennenlernten, da war sie schon, glaube ich, fast 20. Und okay. da war Tim gerade mal 12, 13. Also, ja okay, ich meine, aus heutiger Sicht, selbst dann funktioniert es noch irgendwie, aber... Ich meine, sie hätten das Alter hier so ein bisschen angepasst. Halt, damit die beiden auch relativ gut zusammenpassen, ja, weil ja, nicht klar. So ein großer Altersunterschied ist. Naja, und das wurde ja auch angedeutet, quasi beim Ende von Arkham Knight, dass die beiden quasi heiraten. Ja. Und lustig ist auch, Bruce hat einen Teil seines Vermögens ja dazu benutzt, um James Gordon zum Bürgermeister zu machen. Okay. Ah, doch noch den Pinguin auf dem Dach. Ah, okay, aber der ist allein. Ah, nee, da kommt noch ein Heli. Ja, das Licht geht wieder. Ich komme hier raus, Milchgesicht. Ich kann schon die Willkommensparty hören. Mr. Grayson, es gibt ein Problem. 2 Hubschrauber setzen auf dem Dach Verstärkung ab. Ich halte den Aufzug auf, aber sie werden nicht lange brauchen, um ihn da rauszuholen. Ich halte sie auf. Oh, und wenn sie schon dabei sind, knipsen sie das Licht aus. Nein! Ja, Nightwing ist schon so ein bisschen ein komischer Vogel, ne? Ja.
Kann ich hier raus? Ja. Wir müssen mal mich einsetzen. Ja, trotzdem überziehen wir da ein bisschen. Ne? Ja, wir überziehen ein bisschen. In letzter Zeit überziehen wir nur noch. Zahnstocher? Wir haben Schwerter. Genau. Sind alle bewaffnet, ne? Einer. Einer. Viele Messerbuben bei. Das ist eure Chance. Die Lüftung steckt los. Gut gemacht. Was hat denn Alfred nach Bruces Formel tot gemacht? Der hat sich mit ihm zurückgezogen. Also der lebt quasi jetzt auch im Schatten. Okay. Hat er denn auch was vom Wayne für den Mögen bekommen? Der ist doch quasi mit untergetaucht. Offiziell ist der mit tot. Ah, okay. Von Typ. Ja, manche Moves. Na! Oh, du bist fast tot. Ich weiß. Manche Moves erinnern doch schon ein bisschen an Wrestling. Ja, diese Messer machen wir zu schaffen noch. Pass auf. Checkpoint, aber ich glaube, jetzt kommt noch was. Jetzt kommen, glaube ich, noch zwei, drei Dicke oder so. Okay. Chaos, holen wir dich aus diesem Aufzug. Also, wie gesagt, die sind alle nicht irgendwie lang. Ich weiß auch jetzt wirklich nicht, was ich hier bezahlt Bereich habe. Bereich gesichert, Lucius. Setzen Sie den Aufzug in Gang. Hey, Boss, wir holen Sie da raus. Ach ja, wo ist Nightwing? Der ist hier. Wollen Sie vielleicht Hallo sagen? Das werde ich. Hi. Ja, das darf doch nicht. Okay, nee, dann war das doch schon zu Ende jetzt. Hi, Jungs. Sehr verbunden. Sollen wir den Scheinwerfer auf dem Dach reparieren? Das Symbol austauschen? Was meinst du? Danke fürs Angebot. Aber ich helfe nur aus. Hey, Kurzer. Wir hatten dich schon ganz schön vermisst. Leck mich. Hey, Boss! Er ist aber auch geil drauf mit sowas. Ja. Ne? So eine so. Batman-Serie. Ja, wäre schon geil. Ne? Ja, das wäre schon geil, ne? Ja, das war das dritte DLC, was ich habe. Ja. Ja, passt genau. Leicht überzogen. Ja, mein Fazit, wie gesagt, da ich zwei Geschenke gekriegt habe und meine ich zumindest hierfür nicht viel Geld bezahlt habe, geht. Ist eine nette Ergänzung zum Hauptspiel, ne? Aber. Ne? Aber mehr ist das auch nicht. Ne? Richtig, also wer da hohe Erwartungen oder sowas hat, der wird da schallend enttäuscht. Es ist halt für zwischendurch mal so. Ja, ja. Also, dann sagen wir jetzt an dieser Stelle zu euch, see you guys. Und wir sehen uns dann im Folgeprojekt hiervon wieder. Das geht momentan viel zu schnell. Ja, finde ich auch. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.